geile Modetipps. Das sind jetzt so keine typischen Jungschuhe. Das sind auch nicht meine Schuhe, die gehören meiner Mutter. Ich habe sie aber geklaut, weil ich die richtig, richtig cool fand. Kaputte Betten. Oh. Und krasse Kochskills. Mach alles rein. Digga, das sind 8 Portionen. All das gab's in der Jungs-WG in Amsterdam, auf die ich eigentlich aus Zeitgründen gar nicht reacten wollte, die aber einfach mega lustig ist. Deswegen los geht's. Am Rande der niederländischen Hauptstadt liegt ein Hausboot. Hier werden 5 Jungs einen Monat lang Urlaub machen. Ja, wie bei den WGs übrig, startet das Ganze natürlich wieder mit einem Intro. In dem guckt Alex krass an seiner Kamera vorbei. Jeppe sieht aus wie ein BWL-Student. Ruben springt im Wasser hoch. Kocht Heuschrecken und Marc küsst dann die Heuschrecken. Ja gut, aber da wir die Jungs jetzt ja noch gar nicht genauer kennen, gucken wir uns jetzt als erstes mal einen von ihnen näher an. Moin, ich bin Ruben, ich bin 16 und komme aus der Nähe von Potsdam. Ja, Ruben dreht gerne Erotikfilme. Dann machen wir Fotos und Videos sehr viele und stellen die dann ins Netz und teilen das mit Klassenkameraden. Ist dein absoluter Traumschwiegersohn. Ich mache jetzt Kochen, ich decke den Tisch, räume den Tisch ab und ja, bringe ab und zu den Müll halt raus. Und hat ein ganz besonderes Möbelstück. Ein Regal, was mich eigentlich perfekt beschreibt. Du bist wie eine leere Flasche und solltest mal wieder deinen Müll rausbringen. Außerdem ist Ruben noch professioneller Synchronsprecher. Hallo? Hallo? Und ist nicht so gut im Kofferpacken. Der T-Shirts habe ich auch. Ja, ich sehe keins, kein einziges. Habe ich nicht. Nee. Quatsch, natürlich hat Ruben T-Shirts dabei, nur halt nicht so viele. Ja, 4 Wochen, 1, ja, mach doch 2, den Koffer voll. 3, 4. Ja, angekommen in Amsterdam, wo Ruben dann übrigens eine völlig andere Tasche dabei hat, als die, die er eben gepackt hat, lernte auch schon das zweite WG-Mitglied kennen. Hallo, ist klar. Ich bin Alex. Und du? Ich bin Ruben. Endlich mal jemand mit einem coolen Namen. Ja, Alex geht gerne wie eine körperbehinderte Spinne. Bohrt Wände auf. Und hat ein Zimmer, das aussieht wie ein Antiquitätenladen. Außerdem macht er noch lustige Kochvideos auf YouTube. Und was machen wir als erstes? Ich glaube, den Pizzateig ausrollen, ne? Hände waschen. Oh. Und liebt es, sich gut anzuziehen. Ja, ich mag es halt auch ganz gerne, mich modisch bzw. so cool, sag ich mal, anzuziehen. Ja, cool, da bin ich ja mal ziemlich gespannt. Was für krasse Modetipps hast du denn so parat? Das sind jetzt so keine typischen Jungschuhe. Das sind auch nicht meine Schuhe, die gehören meiner Mutter. Ich habe sie hier aber geklaut, weil ich die richtig, richtig cool fand. Ja, ob Alex auch die BHs seiner Mama anzieht, wurde dann leider nicht erzählt. Aber dafür konnte Alex' Freund mit seiner Vermutung definitiv richtig liegen. Ich glaube, er wird so ein bisschen die WG-Mutti. Ja, wieder zurück in Amsterdam wollten Ruben und Alex ihn eigentlich gerne über einen Wecker. Nähe der Stadt fahren. Leider gab es dabei aber ein kleines Verständnisproblem. We want to drive on the other side. See. Also erstens ist Drive hier vielleicht nicht ganz richtig. Und zweitens hat Alex da gerade See gesagt. See. Alex, du bist in den Niederlanden. See. Und ihr sprecht gerade Englisch. See. Wie zum Teufel kommst du denn da auf See? See. See. Ja, irgendwann schaffen es die beiden dann allerdings über den Kanal. Und dann wurde auch schon der dritte Junge vorgestellt. Hi, ich bin Jeppe. Ich bin 16 Jahre alt und komme aus Kiel. Ja, Jeppe, auf dessen Namen ich wirklich nicht klarkomme, liebt Gangbangs. Snowboardet gerne in seinem Zimmer. Und sammelt neben Cappies unter anderem auch noch Parfum. Es ist wie bei den Caps einfach so, dass es sehr gut ist, wenn man sein Erscheinungsbild auch verändern kann. Coole Marken auf jeden Fall. Am besten gefällt mir Eau de Kochsalzlösung. Ja, außerdem hat Jeppe auch noch eine ganze Menge Geschwister, die wirklich noch abgedrehtere Namen haben als er. Das sind meine kleinen Geschwister, Lenne und Keke. Ja, direkt danach wurde dann auch schon Kandidat Nummer 4 vorgestellt. Schon wieder ein Nordlicht. Hi, ich bin Marc, bin 16 Jahre alt und komme aus Hamburg. Ja, Marc ist leider sehr arm dran. Mein eigenes Zimmer oder teilweise mein Zimmer, das ich mit meinem Bruder teile, mit meinem Bruder Daniel. Warte mal, 2 Jungs in der Pubertät müssen sich gemeinsam ein Zimmer teilen? Puh, das stelle ich mir aber ganz schön schwierig vor. Hier schlafe ich jeden Tag und da schläft mein Bruder. Ja gut, Marcs Bruder, dessen Namen ich mir absolut nicht gemerkt habe. Was ist denn das Positivste, was du über Marc so sagen kannst? Mit Marc bekommen die Jungs in der Jungs-WG einen Mitbewohner. Tja, allerdings gibt es in Marcs Leben auch durchaus ein paar traurige Facetten, denn er hat leider keinen Vater mehr. Ja, mein Vater kann leider hier nicht sein, weil er, als ich 14 Jahre alt war, verstorben ist an Krebs. Dafür hat er aber immerhin eine coole Mutter, eine sehr russische Mutter. Wie lange muss
muss ich noch rufen. Immer persönliche Einladung brauchst du. Ja, außerdem ist Marc in seiner Familie scheinbar wirklich wahnsinnig beliebt, wie diese wirklich emotionale Verabschiedung hier zeigt. Komm, dann kannst du gleich auch schon abfahren. Ja, die vier Jungs haben sich in Amsterdam dann auch endlich mal getroffen und begrüßen sich gleich mal wie echte Männer. Ruben. Na, alles klar? Geht, ja. Hi, Alex. Ja, und dann würden sie eigentlich gerne zu ihrer Villa gehen, die allerdings dieses Jahr ein Hausboot ist. Und das ist gar nicht so leicht. Boah, Jungs, oh, was geschieht hier? Ja, gut, dass da auch schon der fünfte und letzte Junge auch endlich ankommt und sich natürlich auch gleich nochmal vorstellt. Hi, ich bin Luke, bin 15 Jahre alt und komme aus Bottrop. Ja, Luke macht gerne Eisakrobatik. Sieht wie Eiskunstlauf, nur mit einem anderen Outfit. Liebt es zu grillen. Ja, finde ich gar nicht mal so gut, aber okay, mache ich. Und ist mir jetzt schon sehr sympathisch, denn er hat einen Hund. Schröder ist mein Hund, der ist ein Wollknäuel, mit dem kann man viel Spaß haben. Auch er scheint in seiner Familie übrigens wahnsinnig beliebt zu sein. Oder auch nicht. Dann kommen wir nämlich los. 4 Wochen ohne dich. Endlich auf dem Hausboot in Amsterdam angekommen, schauen die Jungs sich natürlich erstmal um und zerstören fast eine Hängematte. Ich häng mich schon mal rein, ne? Oh. Ballern einen Ball in den Kanal. Warum schießt du den da rein, Digga? Ja, sorry, das ist mein Skill. Zerstören ein Bett. Oh. Und haben keine Ahnung, wie eine Kamera funktioniert. Weißt du, wie das funktioniert? Ja, irgendwie, nee. Ja, und nachdem sie jetzt schon ungefähr genauso viel Schaden angerichtet haben wie das australische Buschfeuer, wow, der war jetzt ein bisschen böse, kriegen sie auch schon ihre erste WG-Post, in der nur Dinge stehen, die wir alle schon wissen. Ihr seid die Jungs-WG 2019. Einen ganzen Monat ohne Eltern. Eine kleine Neuigkeit gab es dann aber doch noch, nämlich was für eine Art von sozialen Projekt die dieses Jahr machen. Euch bei eurem Toleranzprojekt engagieren und werdet Menschen aus verschiedenen Kulturen und Religion kennenlernen. Ja, cool. Du sag mal, du Jeppe, tu doch mal so, als würde dich das mega freuen, obwohl du da eigentlich in Wahrheit überhaupt keinen Bock drauf hast. Da bin ich richtig gespannt drauf. Ja, ja, danach wurde sich dann noch ein bisschen cringe umarmt. Ja. Viel Spaß werden wir auf jeden Fall haben, Digga. Geil, Mann. Und dann schwammen die Jungs auch schon durch den wirklich dreckigen Kanal. Und weil sie das offensichtlich noch nicht vollständig getötet hat, haben sie sich dann auch gleich noch ans Kochen von ein paar Tortellini gemacht. Aber vielleicht von ein paar zu viel. Mach alles rein. Digga, das sind 8 Portionen. Mach einfach alles. Ja, mach alles rein, Ali. Beim Essen kamen sie dann noch auf ein anderes Thema. Nämlich, dass Luke in den nächsten Tagen ein ganz besonderes Fest feiern wird. Dass ich hier Geburtstag habe, ist mega heftig. Also, das wird auf jeden Fall mega geil. Als Marc das hört, hat er gleich eine großartige Idee. Ja, genau. Ja, aber das muss so eine Überraschungsparty sein. So, dass er praktisch nichts merkt. Du? Luke sitzt da doch auch. Ja, kurz vorm Einschlafen gab es noch ein paar Flachwitze. Oder was macht ein Mathematiker beim Skifahren? Er rechnet mit Brüchen. Und Jeppe muss noch eine traurige Botschaft überbringen. Der hat irgendwie Halsschmerzen oder so und hat sich jetzt erstmal hingelegt. Und ja, ich würde sagen, dann nehmen wir ein bisschen Rücksicht auf. Ja, deswegen werde ich jetzt auch aus Rücksicht diese Folge beenden. Und wenn du noch eine Reaction von mir darauf sehen möchtest, dann musst du mir jetzt einen kleinen Gefallen tun. Und zwar habe ich nämlich eigentlich gar nicht genug Zeit für noch ein Format auf YouTube. Aber wenn du fleißig den Like-Button hämmerst, meinen Kanal abonnierst und das Video vielleicht sogar noch deinen Freunden weiterempfiehlst, gucke ich trotzdem mal, ob ich das zeitlich irgendwie hinbekomme. Und Mädchen-WG gibt es natürlich auch bald mal wieder. Dauert aber noch ein kleines bisschen. Gut, dann hoffe ich, wir sehen uns bald wieder. Aber okay, das müssen wir natürlich sowieso. Denn sonst musst auch du die Klamotten von Alex' Mutter tragen. Okay, da ja in letzter Zeit schon wieder eine ganze Menge neuer Leute dazugekommen sind, erkläre ich sie gerne nochmal ganz kurz. Also, da oben ist immer ein Video, das der YouTuber-Algorithmus nur für dich ausgesucht hat. Da unten ist diesmal meine Playlist mit allen Mädchen-WG-Videos. Und die sind mindestens genauso bescheuert wie die Jungs. Und da ist natürlich wieder der niedlichste Abo-Button der Welt. Tschüss.